Ich kann es wirklich zusammenfassen als Arzt, als Impfarzt und als jemand, der sein ganzes Leben Menschen mit Infekten der oberen Atemwege behandelt. Ich kann es immer nur wieder sagen, es hat nichts, aber auch gar nichts mit einem Virus zu tun, was hier passiert. Das ist, und zwar weltweit, die Einführung einer Weltdiktatur. Man muss das leider so sagen. Ich habe 1500 Stunden in den letzten Monaten mich damit beschäftigt, weil ich wusste, dass es nichts Medizinisches ist. Mir war nie klar, worum es eigentlich geht. Es sind so verflochtene Ziele. Und habe das letzte Woche auch in Speyer, wurde ich gefragt, vor, weiß nicht, 1000 Leute waren das, habe ich gesprochen. Ich habe noch nie vor Menschen gesprochen. Ich habe mich das weder getraut noch gewagt. Aber mittlerweile ist es so, dass wir, es ist so unfassbar, was da passiert. Und sie spielen alle mit. Und wenn, wer es immer noch nicht glaubt, dass wir eine Diktatur haben, man kann das nicht anders formulieren. Natürlich wird das verkleidet und natürlich wird das peu à peu installiert. Aber dass Menschen jetzt gegen völlig unverhältnismäßige Maßnahmen für die Wiedereinführung, Wiedereinsetzung, und zwar praktisch, von Grundrechten auf die Straße gehen. Das haben die Urväter unseres Grundgesetzes genauso ins Grundgesetz geschrieben. Und was sie jetzt machen dort, viele werden es immer noch nicht bemerken, die sagen, was soll denn das Ganze? Also ich kann nur sagen, Mut, Wut, und ein großes Herz, das ist das, was uns vereint. Und es hat nichts, aber auch gar nichts mit einem Virus zu tun.